Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Abenteuer hier in Railroad. Die Episode ist nochmal im Singleplayer. Das Spiel kommt erst morgen raus, aber ich will schon mal ein bisschen vorbereiten für den Multiplayer. Und wir haben mehr Strecke jetzt. Denn die erste Phase, beziehungsweise die drei Phasen von der ersten Brücke, sind fertig und wir haben jetzt diesen ganzen neuen Streckenabschnitt mit dazugekommen. Und haben den großen Bahnhof Bryson. Und da können wir auch heute mal hinfahren und werden uns das heute mal anschauen. Momentan ist es so, die Lok Nummer 2 ist hier mit Baumstämmen bei der Sägemühle. Und wartet da, bis das hier fertig ist. Und wir fahren heute mit der Nummer 3. Und ich habe mir einen zweiten Personenwagen geholt, hier hinten. Die sind auch besetzt, beide sind voll und sind eingestellt hier bei... Weißt du schon, dass wir in Ella Station stehen bleiben, da wollen 18 Leute hin. Und 42, Moment, das kann nicht gerade stimmen. Ich glaube, das ist jetzt noch pro Wagen. Nach Bryson Depot. Dahinter haben wir auch schon die ersten Güter für Bryson. Und zwar für unterschiedliche Stellen. Einerseits Bryson Freight House, FR1. Dann Number Coal Supply, KOD1. Da gehen hier zwei Wagen hin. Standard Oil und Erblechen Hardwoods. Zwei Wagen, aber auf unterschiedliche Gleise. Also werden wir da ein bisschen was zu rangieren haben. Und ich würde sagen, wir machen uns mal auf den Weg nach Bryson und schauen uns das mal an. Währenddessen, während der Fahrt, werden wir uns die weiteren Tiers anschauen, die wir noch freischalten können. Also, rein in die Lok. So. Und, ne, komm, setz dich hin. So, da. Und sein Abfahrtspiff. So, einmal nach vorne, Dankeschön, Bremsen lösen. Und los geht's. Sehr nice, okay. Gehen wir mal auf 70%. Ja, Steam hat schon mittlerweile gemeint, dass ich jetzt so knapp 18 Stunden hier im Spiel schon verbracht habe. Und in den 18 Stunden war es einfach sehr viel Güterverkehr zwischen der Sägemühle hier und Eli. Also der Progress ist langsam. Man hat auch wirklich einiges zu tun, aber es macht halt wirklich Spaß. Und ich freue mich schon so auf den Multiplayer, wenn das dann aufgeteilt ist und wir den Fahrdienstleiter haben. So, gehen wir hier mal wieder rein. Ein bisschen Retour. Nice. Okay, schauen wir uns mal jetzt kurz die Daten an. Wir haben overall eine Reputation von 109, Passenger Network Service 100%, Freight 100, Operation Safety 96%. Kriegen wir jetzt an und noch hoch. Dann Face Cost Discount 25% momentan. Wir haben wir dann Operations 24 Break Deliveries, Outstanding Waivers, right here 1K, müssen wir kurz schauen, was das dann ist. Wir haben auch einige Locations mit dazu gekriegt. Das sind die, vor allem die hier bei Bryson. Und bei Maisons, da haben wir jetzt verfügbar Bryson Witch, Light of Montana, kostet uns 2000 für die erste Phase. Also diese 1500, 25% off. Dann haben wir noch den Diesel Fueling Stand in East Whittier. Das können wir noch machen, sind nur 350. Das gleiche auch mit Bryson. Und dann haben wir noch die Track to Silver und Cygnus. Das ist das, was mich am meisten freut. Ist Enhanced Railroad with CTC Cygnus 10.000. Und da hätten wir dann unser Stellwerk in Bryson. Ich glaube, das werden wir erstmal priorisieren. Aber ja, 7.500. Unsere Finanzen, also da steht ja das, was ich da so gemacht habe, off-cam. Ganz Passagiersachen. Gehen wir hier mal da runter. Eigentlich soweit ganz gut Geld gemacht. Das an einem Tag hier. Das war so Tag 7. Aber ist dieser Pullman-Coach, der hat ganze 4.005 kostet. Ja, das tut ein bisschen weh. Aber es wird. Also vor allem die, wo man bei Locations die Tier 3 Sachen macht. Haben wir das vielleicht gerade irgendwo. Nee, gerade nicht. Bringt ganz gut Geld.
sollte eigentlich eine sehr ruhige Fahrt werden. Und ich hoffe, ich werde mal langsam gesund, ey. Das nervt so mit der Erkältung. Da kann man nichts Anständiges machen. Zurückgehen mit dem Regler. Ja. Mal auch was wenden lassen. Wir wissen ja schon, wo wir hinfahren müssen. Ich denke mal, das passt jetzt erstmal so von der Geschwindigkeit. Schauen wir mal, dass ich es diesmal schaffe, in Ela mal richtig anzuhalten. Aber eine 30. Dann müssen wir mal. Entgleisen muss doch jetzt nicht sein. Sehr gut. Also ich muss sagen, diese morgendliche Lichtstimmung sieht halt schon mega geil aus. Nur in der Nacht bin ich jetzt nicht so ein ganz großer Fan, es ist doch ziemlich dunkel. Ich hoffe, da kommt vielleicht irgendwann mal so ein Licht-Upgrade, dass man diese Laterne, was man da hat, die hier, dass man da irgendwas Helleres bekommt, ohne dass die Stationen ein bisschen mehr ausgeleuchtet sind. Es ist dann schon echt arschig dunkel. So, Station. Vielleicht auch eine Kurve. Kann ich noch ein bisschen reinbremsen. Und da werden wir nochmal so ein Stationhäuschen. Das reicht nicht, oder? Werden die weniger? Oh, das hat gereicht. Okay, 57 Passengers Waiting. Ja, dann bleiben wir da mal stehen. Jetzt schaue ich mal, die zwei Wagen, die wollen hier noch stehen bleiben. 38 Tonnen, 13 Tonnen da hinten. Wie können wir aussteigen? Ja, da hinten tut sich auch was. 2748 Wasser. Oh, geil. 34. Kommt aber hier rein. 57, 59. 55. Da werden es noch mehr. Ich glaube, wir brauchen sogar einen dritten Wagen. Wenn die beiden jetzt hier schon voll sind und da warten noch welche. Destination. Whittier Depot. Okay. Alle klar. So. Ich würde mal sagen, wir spielen mal Passagier. Einfach, weil wir es können. Gehen wir mal hier rein. Und lassen die Lok mal fahren. Citadel. Oder Road. Maximum schwaches SPD. Ja, schon was. Oh, geil. Hat wirklich eine Sitzanimation. Damit ist es so. Wird das eigentlich ein bisschen leiser, wenn ich die Tür zumache? Nö. Hier haben wir eins nach hinten. Das ist nicht ganz so laut.
keine Ahnung, setzen wir uns mal hier hin. Ah, wie cool ist das? Ich sag mal, Follow auf den Wagen. Ach, wie cool! Er sitzt halt hier so wirklich drin. Geil. Aber sie braucht schon ein bisschen, bis sie beschleunigt hat hier. Sehr geil. Ah, ich liebe dieses Spiel. Man könnte mal im Multiplayer sowas wie einen Schultransport machen. Keine Ahnung, wenn die alle da unten in Vitia spawnen und die ganzen Logs etc. stehen dann oben da in, wie ist es mal, Weißen. Du da erstmal mitfahren. Aber ich hoffe, sie machen da irgendwie eine Art NPCs rein, damit der Zug hier nicht so leer wirkt. Multiplayer wird es ja auch nicht vollkriegen mit 16 Spielern. Ich glaube, wir verfolgen aber doch lieber mal wieder die Lok. So, und das ist jetzt hier der neue Streckenabschnitt. Ja, die Brücke, die wir ja hier gebaut haben, die ja weg gewesen ist. Und Gott sei Dank sind auch die Bäume weg. Ich denke mal, das werden sie dann noch patchen, dass wenn es noch im Bau ist, dass die Bäume hier nicht so komisch drinstehen. Das ist ja jetzt weniger realistisch. Der Baum ist auch ein bisschen nah dran. Oh, höchste der Gefühle, 30 hier. So habe ich dir gesagt. Ah, darf maximal fahren. Ja, gehen wir mal in die Lok wieder rein. So. Drücken wir mal Steuerung 0. Dann schon sind wir vorne. Kilometer 61. Also, wenn die ganze Strecke mal fertig ist, dann glaube ich, ist man hier schon eine Zeit lang unterwegs. Aber ich hoffe, die Langzeitmotivation ist entsprechend dann da, wenn man dann alles mal freigeschalten hat. Aber das werden wir noch sehen. Also, es wird sicherlich noch einige Episoden brauchen, bis wir die komplette Strecke ausgebaut haben. Und dann natürlich auch mal alle Lokomotiven einmal ausprobiert haben. Und die sind ja auch nicht günstig. Jetzt muss ich mal schauen, ich glaube, das war Shift-T. Mit was 5000, 10 Wheeler, 6000, 30.000, 26. Ja, kostet ein bisschen was. Uni Atlantic. Diesel-Lokomotiven 24, 31.000. Nicht billig, das Zeug. So, hier haben wir eine kleine Ausweiche. Das ist auf der Karte hier. Da ist doch ein bisschen Strecke zwischen Ela und Bryson. Und einmal pfeifen. Machen wir doch. Ja, da vorne ist sofort der Übergang. Straße jetzt irgendwo. Oh, und da links haben wir hier so einen kleinen Fluss. Aha. Ich würde mich gerne auf die linke Seite hinsetzen. Dankeschön.
Sieht ein bisschen schöner aus. Nochmal. Krieg ich es von da? Nee, ich muss es so machen. Nice. Ja, da hat sogar einen kleinen Zuflauf. Sieht ein bisschen schräg aus, da hinten das Wasser. Aber ansonsten das hier eigentlich ganz okay. Kurz generell hier noch. Oh. Da hat es ein paar Bahnübergänge hier. Aber generell könnten sie ein bisschen am Boden noch arbeiten, mit ein bisschen mehr Grünzeugs und so. Aber wie gesagt, das ist ja sogar noch vor dem Early Access jetzt hier das Video. Also, lass mal uns mal überraschen, was das noch alles kommt. Jedenfalls mal ein sehr guter Start bis jetzt. Ja, doch. Macht schon was her optisch. Was eigentlich auch noch cool wäre, wäre so ein Art Cinematic Mode. Also, wo dann die Kamera ein bisschen vorne ist und dann den Zugfilm vorbeifahren. Nein, vorbeifahren, so. Und nochmal ein Übergang hier. Also die Straße hat uns gern hier. So, hier geht ein Stich weg. Das ist der Bereich da unten. Mal schauen, was dann hier unten so alles abgeht. Aber rein streckentechnisch sieht es mal interessant aus. Hier ist sogar bergig, wenn wir hier so eine Spitzkehre haben. Kommt noch. So, und dann wären wir hier da, in Bryson. Da gehen schon mal zwei Gleise hier nach hinten. Ne, ein Gleis. So, du Kollege kannst schon mal ein bisschen langsamer fahren. Okay, da haben wir mal ein paar Gleise zum Spielen. So, da können wir dann die ganzen Personenzüge und Güterzüge zusammenstellen hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Gleise da hinten. Nice. So, ich fahre mal wieder manuell hier. Oh, da ist auch wieder so eine Art Gütergleis. Das ist dann vermutlich für die Erweiterung von Bryson an sich. Oh, du kannst mal langsamer werden. Bisschen zu viel. Okay. Das reicht erstmal. Schauen wir mal aus hier. Hier. Tut sie euch entladen? Ja, wunderbar. Bryson, Stationsgebäude. Schauen wir mal. Kann ich da rein? Nein, kann ich nicht. 121 Passengers waiting. Messengers. Okay, das werden wir da. Ich glaube, wir brauchen wirklich einen dritten Wagen hier. So. Hier. Also ich kann schon irgendwie mich reinglitschen. Also wirklich was bringt, tut's nichts. Ah, schade. Ich meine, es hat hier oben noch was. Aber ich komme. Nee. Schade. Ich denke mal, da braucht es dann die Erweiterung. Weil das Stellwerk an sich, glaube ich, ist dann hier oben. Das ist das Seating. Wo man dann hier die ganzen Sachen einstellen kann. So, die Fuse kommt hier mal wieder weg. Da hinten, was haben wir da?
Auch nochmal was zum Abstellen. Hier mal was zum Abstellen für die Industrie. Dann den Kollegen da. Kann ich da rein? Okay. Bitte sag mir, dass wenn wir hier geupgradet haben, dass hier eine Hebelbank drin ist. Das wäre ja mal mega geil. Okay, ja, das Upgrade vom CDC hat $206. 120. Geil. So, dann Kohle-Entladegleis hier. Mit einer ganz schönen Steigung hier hoch. Einmal hier rein und wir haben hier unser großes Depot. Inklusive Kohletower und Wasserturm. Schon mal sehr praktisch. Inklusive Drehscheibe. So, schauen wir uns die mal kurz an. Hallo. Ach ja, das Ding. Hat aber irgendwie kein Sound. Okay, da muss man wirklich feinfühlig sein. Dass das dann übereinstimmt. Schauen wir uns mal ganz kurz das Depot an. Kann ich das... Selbstverständlich kann ich mal das aufmachen. Ah, wie cool. Nice. Sogar mit den Teilen hier. Coole Sache. Das gefällt mir. Macht noch ein bisschen mehr Rollmaterial, bis wir das nutzen können. Und dann haben wir hier nochmal so ein Wendegleis. Sprich, wir können von da, da reinfahren und rückwärts dann wieder raus. Dann haben wir unseren Zug auf die Schnelle gewendet. Hier sogar auch nochmal. Es hat ja Beleuchtung hier drin. Zumindest hier bei dem. Das hätte ich gerne in Witty hier drin gehabt. Gut. Und da hinten geht die Strecke dann weiter. Jetzt müssen wir mal gucken, was schlau ist, beziehungsweise wo wir jetzt mit unseren Zeugs überhaupt hin müssen. Ryzen Freight House FR1. Das ist der erste Wagen. Equipment. Wo ist das? Ach, das ist hier. Okay. Ich würde sagen, wir tun mal unseren ganzen Konvoi umlaufen. Lassen die zwei Wagen hier mal stehen. Werden mit dem ganzen Zeugs nach hinten fahren. Dann hier vorne rein. Der zweite Wagen. Wo musst du hin? Oh, der muss auf das Gleis hier hin. Alles klar. Gerade überlegen, wenn wir das anstellen. Da müssen wir fast auf die Drehscheibe hochfahren. Dass wir hier reinfahren. Aber wenn wir mit dem ganzen Konvoi hier reinfahren, dann können wir mit dem ganzen Konvoi auch bis hierhin reinfahren. Den Wagen da stehen lassen, mit der Lok da rein drehen. Da hinten so rein. Ich glaube, das machen wir. Du, Kollege. Operations, wo musst du hin? Ah, der muss wiederum auf das Gleis. Das heißt, wir werden die beiden Wagen hier abstellen. Okay, alles klar. Das war das. Standard Oil, weiß ich schon, das ist da vorne. Da habe ich schon mal einen Wagen hingebracht. Das passt. Die zwei weiß ich aber noch nicht, wo das ist. Operations. Wo ist das? Wo ist das? Ah, okay. Da können wir dann hier weiterfahren. Standard Coil. Ah, Oil ist das hier. Dann fahren wir hier eins weiter. Gut. Dann wissen wir, was der Plan ist. Liebe Lok. Einmal volle Kanne einbremsen. Und dann gehen wir mal in unsere Ansicht hier wieder. Und ich habe noch rausgefunden, wenn man Shift-Klick oben auf den Coupler macht, dann macht er hier den auf und tut die Ventile zumachen. Und das Ding da kann man so nicht mehr aufmachen. Der zieht man dann einfach weg. Und das löst sich von allein.
So, das machen wir gleich mal hier. Und werden der Lok jetzt erstmal sagen. Road Forward 10. Ah, beziehungsweise wir machen hier gleich mal was. So, gleich mal auf die andere Seite fahren. Wunderbar, ist gelöst. So, wir fahren mal mit. So, und Retour bitte. So, wenn wir hier sauber arbeiten, bringen wir das alles wieder in die Ursprungslage zurück. Hat sich unsere Zukunft sich. Und jetzt hier mal Vollgas geben. Da haben wir jetzt noch eine Weiche schön, die ein bisschen früher hier reingeht. So, wie schauen wir da aus? Das passt. Dann wäre es eigentlich nur noch die hier. Ah, da muss man voll weit zurück. Okay, Maximum Schmack ist bitte. Was das Gleis hergibt. Das war ein bisschen zu schnell. So. Nee, Moment. Doch, wir müssen hier gerade reinfahren. Und während die Lockdown wieder fährt, kann man dann schon mal die Weichen einstellen für die Fahrt da nach hinten. Komm, Nummer 3, gib Gas. Aber fahr nicht mit voller Pulle hier rein. Das würde ich sehr begrüßen. Da hat es aber früher abbremst. Machen wir manuell. Mal schön weiter nach vorne fahren. Sehr gut. Habe ich da jetzt eigentlich abgebuckelt oder nicht? Ich glaube schon. Ja. Okay, schauen wir uns das mal ganz kurz an, damit wir es auch mal gesehen haben. Das ist ein bisschen grob, aber ist halt erstmal so. Also, die Weichen für das Gleis. Das ist hier schon mal auf gerade. Das will ich nicht so. Das bleibt gerade. Das passt und das passt auch. Das passt nicht. Und nachdem wir auf dem Gleis hier reinkommen, einmal so. Und einmal so. Warten wir mal, bis er da ist. Ah, ich hoffe, dieser ganze Anfangssand, was die Lok da hat, dass sie den nochmal irgendwie anpassen.
Weil den Sound, den sie jetzt gerade macht, der ist okay. Aber da ganz am Anfang, ich weiß nicht, der klingt einfach nicht sauber. Beziehungsweise nicht authentisch, muss man so zu sagen. Und? Wo sind denn auch Wolken? Nett wär's noch. So, das reicht. Und so, liebe Leute, da sind wir wieder da. Ich habe leider einen kleinen Crash gehabt vom Spiel und von OBS gleich hinterher. Ich habe jetzt diese Fahrt nach hier hinten nochmal machen müssen. Gott sei Dank speichert das Spiel recht oft. Also die Lok ist davor gestanden und einfach nur von über hier nach hinten. Jetzt fahren wir noch da vorne rein und hoffen, dass das hier nicht nochmal crasht. Wir werden dann mal mitfahren. Steigen wir hier oben rauf. Und sagen hier mal, der Lok, das ist immer mit 20 Vorfahren, bitte. Wunderbar. Und los geht die wilde Fahrt. War es ja doch schon ganz schön hoch oben, ne? Ich meine, 20 finde ich hier schon ein bisschen sportlich, aber sie sagen, Streckenschwierigkeit 20 hier. Aber ich glaube, so im Generellen würde ich mit 15 ein bisschen sicher dafür, aber wir haben ja noch ein bisschen einen Weg. So, sehr gut. Oh, mal runter auf 15 hier. Zehn. Und jetzt zeige ich euch meinen kleinen Trick. Er lässt die KI nicht auf den Prellbock zufahren. Weil die fährt meistens so, dass dann wirklich am Prellbock kracht. Tut es hier ein Flair hin. Weil da hat dann noch eher. Also, wissen Sie, diese Fusi da. Bleibt dann ein bisschen sauberer stehen. Und jetzt gleich sehen hier. Okay, der Wagen ist schon mal happy. Das hat deswegen gar nicht bis nach ganz hinten gewertet. Sehr gut. Manuell. 61 Dollar. Perfekt. Einmal voll einbremsen, bitte. Gut, dann ist der eingebremst. So, der Wagen und der Wagen. Das, glaube ich, waren die beiden für da hinten. Aber bei dir mitfahren. Für den Moment. Operations. Achso, shit. Na gut, jetzt haben wir Manuell. Dann kann ich mal schnell von hier aus fahren. Einmal nach hinten, bitte. Und dann müssen wir eigentlich eh auch nicht bis nach ganz hinten fahren. Dann eigentlich nur hinter die Weiche da. So, sehr gut.
Gut. Dann, lieber Rock, einmal vorwärts. Nochmal hier mal mit 40 und schauen wir mal, ob das hier alles passt. Die welche passt, die passt auch. Die passt nicht. Die ist in Ordnung. Die auch. Einmal hier rein dann. Einmal da rein. Das passt auch. Genau, und dann schieben wir die beiden Wagen hier auf das Gleis. Dann werden wir hier mit der Lok auf die Drehscheibe und die da hinten rein schubsen. Beziehungsweise schubsen können wir nur den nach rechts. Da links werden wir hochfahren müssen. Aber ich werde da auch schon mal den Fuse-Trick machen. So, einmal hier so rein. Dann ist auch wieder. Ist die Frage, ob das bei dem Gleis hier oben auch geht? Aber ich hoffe mal schon. Und ich hoffe, sie machen da die KI ein bisschen besser, dass es da nicht jedes Mal dagegen donnert. Finde ich ein bisschen unschön. Oh, kann ich damit? Ja. Nein. Oh. Will damit fahren? Komm, auf. Du schaffst es. Yes. Bloß nicht da drüber schießen. Das wäre sonst ein bisschen ein Problem. So, ich glaube, so ist gut. Perfekt. Also, warte noch mal kontrollieren. Er hier geht auf das Gleis da. Okay. Gut. Kupplung lösen. Dann haben wir jetzt hier noch das mit Oil und die beiden für Ablechchen irgendwas. Gut. Rückwärts bitte. Das heißt, wir fahren jetzt. Auf dem Gleis können wir hier weiterfahren. Gleich mal ausprobieren. Ah, das ist der Tender. So. Mal dann die KI mal wieder fahren lassen. Dreh. Geradeaus, Road, Forward, 30 bitte. Wollen wir hier mal die Weichen checken. Beziehungsweise können wir das mal hier wieder auf normal machen. Hm, da könnte man eigentlich dann auch nach hinten reinfahren, so wie es aussieht. Das ist noch praktisch. Hier, die Weiche passt nicht. Die passt auch nicht. Die ist wiederum okay. Was steht da? Endyard. Ah, okay. Ende für Verschubfaden. Hier rein. So, die kann jetzt mal schön Gas geben. Wir gehen jetzt mal hier weiter nach vorne. Wir haben eine Pfeiftafel und wir müssen nach hier unten. Da geht's eigentlich. Oh, hier ist zweigleisig. Ach so, was hier nochmal woanders hingeht. Okay. Und da unten hin muss dieser andere Ölwagen. Standard Oil, was auch immer das hier ist. Aber ich glaube, das ist erstmal
Platzhalter. Ich glaube, da ist einiges noch ein bisschen Platzhalter in dem Early Access. Was aber okay ist, weil die Grundfeatures, die haben da jetzt mal Vorrang gehabt. Ihr könnt eigentlich hier auch mal so eine Fuse reinmachen. Und werden an dem mal hier ankuppeln. Da kommt er schon daher. So, schön sachte hier runter, ne? Sieht aber irgendwie geil aus mit dem orangen Streifen. So, wir machen mal manuell. Lass uns da mal ein bisschen runterrollen. So knapp. Bisschen noch. Ja, ist aber nicht dran. Komm, ankuppeln. Ernst jetzt. War das jetzt zu wenig Schmackes für dich? So, komm. Mit bisschen Schmackes daran. Okay, jetzt. Wunderbar. Connecten. Eingebremst ist. Deswegen gehen wir mal voll. Und tun hier mal lösen. Und dann, mein Kollege, kannst du mit 20 mal vorwärts fahren? Ah, rückwärts. Entschuldigung. Stehst ja falsch drin. Und dann werden wir uns mal hier zu der Weiche hinstellen. Dass wir die wieder auf normal hinstellen. Ah, so schön hier. Bin dann schon so gespannt, wie das bei Century of Steam ist. Das soll es so ähnlich sein wie hier. Aber da kann man dann die Gleise selber verlegen. Oh, das wird echt spannend. Sind jetzt ein paar echt geile Simulatoren in der letzten Zeit gekommen. So, anhalten. So, jetzt ist die Frage, der erste hier. Operations, Destination. Der muss auf das Gleis hier. Jetzt ist die Frage, in welche Richtung schaue ich jetzt gerade? Achso, eh von da, wo wir herkommen. Hast den und den. Und dann müsste das passen. Follow. Dann Operations. Ne, halt. Mach die Lok hier. Orders. Vorwärts. 30. Müssen wir mal so ein Avatar für das. Einmal noch rauf. Oh scheiße, wir fahren das falsche Gleis. Rückwärts. Shit, das ist ein Stumpfgleis hier. Ja, ein bisschen mehr. Ein bisschen Dankeschön. Ah, das war so klar. Ja, mein Gott, passiert. Ich kenne die Strecke doch noch nicht. Aber jetzt merke ich es mir.
frage mich halt, ob das jetzt ein Gütergleis ist oder ob das zum Rausziehen ist von der Station und dann wieder rein. Ah, bestimmt doch irgendwie herausfinden. So, kannst du hier schon mal langsamer werden. Und andere Richtung. Aber warum ist die Normalstellung auf das Stumpfgleis? Das ist interessant. Oh, volle Schmacke. Screenshots hier. Ein Foto bitte. Dankeschön. Kann man eigentlich für den Moment auch mal so lassen. Wenn KI fährt, kann fast nichts schief gehen. Und hier ist dann die andere Industrie. Alles klar. Ist ja easy. So, gehen wir hier mal wieder rein. End of track. Gehen wir runter auf 15 bitte. Oder besser gesagt schon auf 10. Anhalten. Jetzt, wenn ich da jetzt nicht mitgeholfen hätte, dann wäre er da voll gegen den Prellbock. Das heißt, zwar nicht richtig fest, aber trotzdem wäre er dagegen. Das finde ich uncool. Okay, und du, Kollege, Operations. Warte mal, wir können es einfach so machen. Ja, mal. Ah. Hallo? Ja, ist hier ganz hinten. Gut. Liebe Dampflok, tu dich mal kurz übernehmen. Und ich kann ja einbremsen. Dankeschön. So, Reverse. 10, Dankeschön. Und dann werde ich hier auch schon mal die Fusi da ganz. Geht ja nicht noch weiter nach hinten. Nö, das ist das weiteste. Gut, gut. Da, Flug gemacht. Muss sein. Aber stellt euch mal vor, wenn hier die ganze Deko dann mal da ist, dass das hier realistisch aussieht, dass hier vielleicht sogar Personen rumgehen, keine Ahnung, KI-Fahrzeuge hier irgendwas machen oder man sieht, dass da irgendwas an den Wagen gemacht wird. Oh, das wird geil. Und ich hoffe, es kommt dann noch sowas wie Streckeninstandhaltung und so Sachen. Potenzial ist da. Achso, du kannst eigentlich schon längst wieder vorwärts fahren. Hast dann nur hinter die Weiche da müssen. Da. Mit 20 bitte. Ah, geil. Und was sie auch noch ein bisschen anpassen sollten, ist der Sound in der Distanz. Ich finde teilweise ist es noch ein bisschen zu laut von der Entfernung her, wie die Lok weg ist. Da braucht es noch ein bisschen eine kleine Anpassung. Aber das ist jetzt nur eine Kleinigkeit. So, dann können wir ihm sagen, zwei Wagenlängen noch bitte.
Da, zwei Wangenlängen. Ah, komm jetzt. Oh, komm. Eine Wagenlänge. Komm jetzt. Hier will er bitte nicht weiterfahren. Das ist manchmal echt ein bisschen komisch. Komm, dann fahren wir halt selber. Sehr gut, dann hätten wir mal unsere Aufgaben für heute erledigt. Was ich jetzt noch machen werde, ist My Souls, was sagt uns Geld? 11.000. Oh ja. Wir werden Sickness. Das kommt also noch öfter. Okay. Ich werde mal das jetzt hier schon mal kaufen. Und dann werde ich das schon mal hierher bringen. Und zu der nächsten Episode, ich denke mal, die wird dann endlich Multiplayer sein. Werden wir dann hier schon die neuen Signale haben. Auf das freue ich mich schon. Ich hoffe, die kleine Episode hat euch geholfen. Geholfen. Ja, wer weiß. Vielleicht hilft es ja auch bei gewissen Sachen. Aber primär gefallen. Und dann bis bald. Und dann bin ich hoffentlich irgendwann mal wieder gesund, dass meine Stimme wieder ganz normal da ist. Ja, Mensch, da habe ich ja tatsächlich noch was vergessen. Wir haben ja noch die zwei Wagen da hinten, inklusive der Drehscheibenaktion. Das machen wir natürlich noch in dieser Episode. Das heißt, das erste gute Ding, was wir hier machen, ist die Drehscheibe ausrichten. Und ich würde gerne mit der Spitze nach vorne, damit ich sehe, wo ich hingehe. Und da bin ich schon mal gespannt, wie die Lok drauf reagiert. Wenn sie hier oben ist oder ob sie auch so eine Zitterpartie macht, wie bei Railroads Online teilweise. Ein bisschen noch. Nee. Okay, das müsste passen. Liebe Lok. Mal nach hinten, bitte. Oh, wenn die jetzt dann noch so nach unten geht, das wär's ja. Naja, macht sie leider nicht. Ich meine, echt mit die Drehscheibe vorne ein bisschen nach unten sacken. So ganz minimal. Einen entsprechenden Klang abgeben. Okay, warte mal. Wie sieht das jetzt aus? Oh, sehr cool. Das wird's Thumbnail, Udo. So. Dann drehen wir dich mal. Schau mal, was du machst. Ja, man sieht so ein bisschen Movement in der Lok drin. Ja, dann ist es schon mal ausgerichtet für die Rückfahrt. Ja, das... Oh. Praktisch. Okay. Dann, lieber Doc, vorwärts. Achso. Bremsen lösen, bitte. Wunderbar, dann haben wir als erstes den Kollegen hier. Und ich glaube, ich werde den schubsen. Sollen heißen, wir sind jetzt komplett gelöst. Machen auf. Und geben mal Gas. Nice. Okay, du kannst dann wieder weiterfahren. Und wir fahren da oben rauf. So, da fahre ich jetzt mal mit.
Ah, das ist schon cool. Ich kann dann remote die Handbremse hier festmachen. Das ist praktisch. Ah, da kämpft sie ein bisschen. Ist immer noch unterwegs. Oh, ein bisschen noch. Cool. Und für den habe ich jetzt nichts gekriegt? Doch, jetzt. Sehr gut. Handbrake applied. Wisst ihr was? Ich werde mal hier Luft aufmachen. Und dann kann ich releasen und dann fährt die nicht mehr irgendwo hin. Wir sind voll drin. Tun hier auch mal lösen. Oh, eigentlich ist es auch ein geiles Bild. Ich glaube, davon mache ich jetzt auch mal kurz ein Ding. Bitte. Okay. Dann haben wir das fertig. Also, ich fahre mit der Lok wieder zurück. Werde mir das CTC-Upgrade holen. Also, werde die Sachen hierher fahren. Werde die Passagierwagen wieder retour. Und dann sehen wir uns dann vermutlich in der nächsten Episode als Multiplayer und dann mit Ordnungsleiter-Option hier. Das wird Spaß. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Like da. Und dann bis bald. Gute Fahrt. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.